Also der heutige Konvent ist einfach einmal, um die ganzen Bürgermeister, die Kulturinstitute und die ladinischen Minderheiten im Einzelnen zusammenzuholen und dass wir eine Einheit bilden, um Stärke zu bilden, damit wir für Projekte, für verschiedene Angelegenheiten, dass die Minderheiten eigentlich, dass wir mit einer Stimme nach außen gehen, sei es politisch, sei es in der Gemeinde, sei es in den Institutionen, dass wir einfach uns als Einheit fühlen und Stärke tragen, um in Zukunft bessere die Projekte schneller umzusetzen und auch neue Projekte auf die Wege zu leiten, damit wir auch in Zukunft, dass unsere Minderheitensprache, die ladinische, wie es auch im UNESCO schon deklariert ist, ist unsere Sprache fast beim Aussterben. Und genau solche Tage wie heute müssen wir es so regeln, dass das in Zukunft nicht passiert und dass die ladinische Sprache auch weiterhin für unsere Kinder, für unsere Nachkommen weiterhin bestehen.